Jo Leute, was geht? Mein Name ist Migo von Migo Graphics und heute habe ich ein bisschen andere Art von Video, und zwar ein Commentary in einem Gameplay. Also im Commentary ist es nicht wirklich, aber es ist ein Gameplay im Hintergrund von mir auf, also in MW2 auf der Map Quarry. Ich glaube, die Map heißt Quarry. Ich spiele irgendwie M4A1 mit Schalldämpfer drauf und ich weiß auch nicht, was für Perks, das habt ihr vielleicht gesehen. Auf jeden Fall heute will ich ein kurzes kleines Thema ansprechen, und zwar Grafiker auf YouTube, also Designer auf YouTube allgemein so. Übrigens, ich suck in dem Spiel total und deshalb verzeiht mir, wenn ich mal richtig fail. Am Anfang sieht es aus, würde ich ein bisschen rain, aber dann ist auch schon wieder vorbei. Ich meine, hier gerade einen schönen Messerkill und zack in dein Gesicht. Ah nein, es war kein Messerkill. Aber da habe ich es dann verkackt. Aber jedenfalls, das ist ja nicht das Thema, das ich ansprechen will. Und zwar das Thema, um was es heute geht, ist eben, wie gesagt, Designer auf YouTube. Und zwar, Alter, meine Fresse, ich reg mich so auf. Ich reg mich schon denn. Seit ich auf YouTube bin, reg ich mich darüber auf. Ohne Witz jetzt. Ich reg mich so darüber auf. Ihr kennt ja die geilen YouTuber, die jetzt zum Beispiel irgendwie, also geile YouTuber, geile Designer jetzt zum Beispiel, geile Designs machen. Ich meine jetzt nicht mich, ich bin ja in der Anfangsphase, ich bin noch relativ scheiße. Aber ich kann ja immer dazu lernen. Aber mein Problem, mein wirkliches Problem ist einfach, du siehst einen großen YouTuber, also einen großen Designer oder so, und der hat auch wirklich geile Files, geile Intros, geile Bilder, alles mögliche drum und dran. Und dann macht er sogenannte Templates, also sozusagen wie ein Projekt, das du nur noch verwenden brauchst, nur noch den Namen ändern, und dann ist das schon, spricht das für dich, ne? Und ich sehe heute einfach, boah, ich kann kotzen, ohne Witz. Ich hab meinen Stuhl schon fast aus dem Fenster geschmissen. Hier sterbe ich so richtig scheiße, du perfekter Hurensohn, ey. Ich will hier gar nicht aus. Also ich bin echt am Ausrasten, Leute. Ich raste ja sonst nicht so aus, aber ich raste hier aus. Ich raste sowas von aus. Es geht nicht. Warum erkläre ich euch jetzt? Diese kleinen YouTuber. Es geht um YouTuber, die haben an die 100 bis 200 Abonnenten, ja? Das sind Designer, wie ich. Nur verlangen die ihr. Meine Fresse, die verlangen Geld. Die verlangen Geld. 5 € oder so an PaySafeCard, damit die ein Intro für euch machen. Alter, wie kommst du darauf? Meine Scheiße, ey. Willst du mich verarschen? Boah, Junge! Du hast 100 bis 200 Abonnenten und verlangst eiskalt Geld? Oder dann stellen sie Vorausforderung, dass du 100 bis 200 Abos brauchst, damit du das gratis kriegst, ja, damit sie noch schön gepusht werden, diese Arschgeigen. Ohne Witz jetzt, dann sollte man den Schuh so tief in den Arsch drücken, dass sie nicht mal kacken mehr gehen können. Alter, ich raste so aus auf den. Das. Da sterbe ich jetzt so in der Scheiße, diese Dreckscamper, ich camp ja auch, aber. Dieser Hurensohn, ey! Ich meine Fresse! Die verlangen Geld! Die verlangen eiskalt Geld dafür! Oder diese Subs eben, das. Oh Mann! Und jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt der absolute Schlag in dein Gesicht. Das ist nicht normal. Das ist, als würdest du deiner Mutter mit deinem Penis ins Gesicht hauen. Meine Güte, das ist so. Stell dir das mal vor! Die verlangen eiskalt. Na, ich meine, ich wiederhole das jetzt irgendwie zum dritten oder vierten Mal, aber es regt mich so auf! Verlangen jetzt, sagen wir, die verlangen 10 € für ein Intro. Und PaySafe. Du hast das sehen. Kriegst du ein Intro und bist zufrieden, bist happy. Aber jetzt kommt's, das Intro sieht ja geil aus. Jetzt erkläre ich den Grund, warum. Ihr denkt ja, boah, das hat er voll selber gemacht, ist ja voll geil und so. Und wenn ihr dann ein bisschen auf YouTube rumgammelt, also irgendwas rumbabbelt, rumtan, was auch immer, dann seht ihr, sehr viele Intros sehen sich ähnlich aus. Also sehen sich ähnlich an. Warum? Weil sie Templates benutzen. Die verlangen eiskalt von euch Geld, dass sie euch Templates, also schon vorgemachte Projekte einfach geben. Die haben an diesen Dingern 5 Minuten oder so und dann verkaufen die euch. Und ihr Vollpfosten fallt auch noch darauf rein. Meine Scheiße. Ne, ich will jetzt nicht sagen, dass das alle so sind, aber es sind so viele Designer, möchtegern Designer, die einfach nur sagen, ja, ich bin voll geile Designer, hier kannst du mal, kriegst du Intro von mir, da kriegst du, wenn ich 10 € hab, dann ist das so. Alter! Boy, ich würde ja am liebsten, ich würde durch den Computer kommen, ich würde um euch meinen Bildschirm kommen, durch meinen Monitor und würde dir sowas von der Schelle geben, dass du einmal ein Gesicht an der Wand aufreibst, dass nichts mehr da ist. Meine Fresse, ey, das ist so behindert. Die verlangen Geld für Templates, die nicht mal ihnen gehören. Und die großen Designer, die verlangen kein Geld.
Die verlangen kein Geld, die machen den Scheiß euch gratis. Ja, na klar, ihr müsst lange warten. Warum? Weil sie beschäftigt sind. Genau, weil sie groß sind. Aber wendet euch nicht an solche Hobbyspasten. Ohne Scheiß, da raste ich aus. Das sind solche Kiddies, ey. Nee, ich kann mir gerade das Herz rausreißen. Das ist so dämlich, ey. Nein! Ja, ihr seht gerade, ich raste hier übelst aus. Ich kann damit nicht leben, Leute. Ich kann damit nicht leben. Ich als kleiner Designer, ich mache so meine Parts für andere Leute. Es sind manchmal nicht die schönsten. Liegt auch daran, dass ich jetzt mit Intros, ich mache sonst 3D-Animationen und solchen Scheiß. Also einfach Graphics und Animation und alles, diesen Special Effect Scheiße mache ich auf After Effects, aber nur Real Life Videos und nicht gerade Intros, und Intros ist ein bisschen schwerer, aber ich mache Bilder auch noch nebenbei. Ich mache das gratis und ich mach's, weil es mir Bock macht. Ich mache das, weil es Spaß macht, weil man daraus lernen kann und nicht, damit ich Geld verdienen kann. Dafür habe ich einen Job. Meine Scheiße, ey. Ich kann das nicht mal sehen. Das ist sowas von traurig. Und dann diese Lappen von Let's Player, diese Lappen, ey. Diese. Nee, ey, das, also ich bin jetzt nicht gegen alle Let's Player, nur dass wir das geklärt haben. Es gibt da ganz coole Männer, ey. Super Leute, ganz gute Sache. Aber dann gibt's noch so einen Let's Player, die verlinken die dann auch noch. Die verlinken diese Spasten. Das gibt's nicht. Und dann so, oh, ich bin dem so dankbar, der hat mir ein cooles Intro erstellt. Das ist von einem Template, das kann jeder verfickte Hurensohn machen. Alter, du müsstest dir nur eine Basic-Software, eine Demo-Version runterladen und das Teil draufkriegen und du kannst das Template verändern. Nach deinen Wünschen hast du dein eigenes Intro. Meine Fresse. Und diese, boah, ich kann's nicht, ich geh nicht. Diese Wichser kommen noch groß auf YouTube raus. Also groß, im Sinne von, die haben dann gegen die 1000 Abonnenten und die benutzen Templates. Ich will jetzt wieder nochmal erwähnen, ich meine nicht alle, aber ich hatte erst gerade wieder so eine Diskussion mit jemandem. Ich werde es jetzt hier mal auf mein Handy hervorholen und euch das kurz erklären. Und zwar ist es, dieser Spast hat gesagt, ja, er hat schon angefangen. Hi, ich habe ein Intro von dir gesehen und fand das mir relativ cool. Könntest du mir ein Template davon machen? Dann habe ich gesagt, ja, na klar könnte ich dir ein Template machen, das ist kein Problem. Da packst du einfach die Projektdaten rein und alles drum dran und schickst das dem. Das ist ja kein Ding. Anderes Problem. Ich habe dieses Intro. Dieses Intro ist für mich schlecht. Es war ein Prototyp von einem Intro. Einfach nur so dahingerotzt. Weil mein Klient, ich nenne es jetzt Klient, halt gerade ein schnelles ein Intro haben möchte und ich wollte ihm kurz das hinrotzen, damit ich ihm das Gute geben kann. Und dieser Hurensohn, du kleiner Wichser, wenn du dieses Video siehst, ich werde dir sowas von derbe den Arsch aufreißen. Ich habe dich schon bei YouTube gemeldet. Sogar ein Kumpel von mir hat dich schon bei YouTube gemeldet. Ich will jetzt nicht drohen, aber wenn ich dich finde und dir mach persönlich über den Weg laufe, du kleiner. Ich kann's nicht sagen. Ich werde dir sowas von den Arsch aufreißen. Du hast mein eiskalt. Du hast eiskalt. Der hat eiskalt mein Intro verwendet und hat's. Leute, das gibt's nicht. Der hat's verkauft. Der hat das verkauft. Alter. Nein! Ich würde mir gerade so gerne einen Kopfschuss geben. Ich würde mir mit einer abgesickten Schrotflinte einen Kopfschuss geben, dass du alles an der Wand versprüht, dass deine bedreckige Mutter aufkommen kann, das aufleckt. Meine Scheiße, der hat das verkauft. Ich bin fast eskaliert. Das ist nicht möglich. Ich habe da mit dem Grimm so, Alter, was soll denn die Scheiße? Dann er so, ja, du hast mir als Template das gesagt, ich kann es benutzen. Habe ich ihm geschrieben, ja, du kannst das ja nicht verkaufen. Also, ja, da hast du nicht gesagt. Nicht so, Alter, das ist mein Intro. Du gibst dem jetzt das Geld zurück. Und sonst gibt's Anzeige auf YouTuber, ne? Weißt du, wisst ihr schon, kann die reporten, da gibt's einen YouTube-Strike, dann fliegt diese kleine Wichser raus. Ich werde weder Kanal noch Video verlinken. Warum? Weil ich halt nicht will, dass die beiden erkannt werden. Nicht, weil ich sie schützen möchte, sondern ich will das halt einfach nicht. Das ist, ja, ich finde das wäre jetzt unnötig, wenn jetzt noch meine Abonnenten, also respektive ihr Leute oder sonst meine Klienten da noch hingehen würden und irgendeine Scheiße abziehen. Ich will das nicht, aber, Alter, das könnt ihr nicht machen, Leute. Das könnt ihr nicht machen. Wenn ihr ein Intro von mir haben wollt, jederzeit könnt ihr in die Warteliste kommen, aber nicht, niemals,
Nitro von mir benutzen und es dann verkaufen. Meine Fresse! Und nicht diese verdammten Spasten, Hurensohn, die einfach diese Templates benutzen und auch groß auf YouTube kommen. Meine Fresse! Da reißen sich Leute den Arsch auf, um auf YouTube groß zu werden und die kriegen nix. Und dann kommen diese kleinen Hurensohne mit ihren Templates und kriegen alles ab. Mann, das war's von mir jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das Gameplay ist scheiße, das weiß ich. Das ist ihr. Das ist mir egal. Ich wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao, ne? Ey, pff.